Das Besondere an uns ist, dass wir einfach wirklich ein junges, dynamisches Leitungsteam sind, dass wir uns mit kreativen Ideen auseinandersetzen. Ich sag mal, dieser Satz, den man immer hört, das haben wir schon immer so gemacht, den gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Also hier schafft man tatsächlich viel zu verändern, die neuen Ideen einzubringen. Wir haben unterschiedliche Stärken. Das, was die Nancy nicht so gut kann, das übernehme ich dann. Man weiß, was der andere tut und es Hand in Hand arbeiten. Wir versuchen für alles Lösungen zu finden. Und bisher haben wir es gut gemeistert. Auch zusammen. Also ich komme gern zu. Sehr gern sogar. Das ist ein schönes Team, ein junges Team. Und das macht echt Spaß. Wenn der Wecker klingelt, freue ich mich zur Arbeit. Wir sind ja ein super junges Team, finde ich super schön, weil man ja immer so viele Punkte hat, die man so ähnlich sieht. Also ich kann jederzeit, wenn ich ein Problem habe, zu jedem gehen und da offen drüber reden. Wir haben ganz, ganz viele tolle, auch ältere Kollegen, von denen wir auch ganz viel profitieren, was Berufserfahrung angeht, die einfach dann auch so ein Stück weit die jungen Wilden einordnen. Und das macht es am Ende des Tages einfach schön. Wichtig ist bei dem Beruf auch die Bedürfnisse der Bewohner Rücksicht zu nehmen. Jeder hat ja seine eigene Biografie. Das ist immer schön, wenn man darauf eingehen kann. Also ich möchte keinen anderen Job machen, wenn man aus dem Urlaub kommt, aus dem Frei kommt. Also die Bewohner freuen sich, wenn sie einen sehen. Man wird vermisst. Auch Gott sei Dank, Nancy ist wieder da. Hört man wirklich täglich. Das ist, finde ich, so mit das Schönste, was man machen kann. Anderen Menschen was Gutes tun.